Du kannst dich an den DAX vorlegen, ich halte ihn nicht auf. Gehen wir einfach so hinein? Oder schleichen wir von hier aus? Ich bin mit Wir den sollten Wäldern nicht schon leise aus. sein. Wir sollten schon leise sein. Leise sein und Informationen geben. Also, wir sollten erst einmal die Mutter Sumo grüßen und sagen: Ah, Mutter Sumo, vielen Dank für den Weg, den du uns offenbarst. Nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher, ob Mutter Sumo diesen Weg gebahnt hat, sondern eher die Köhler. Ja, aber sie hat ihn uns offenbart. Nein, das war Isarun. Das ist. Diese. Ich bin nicht Sumo, schaut mich nicht so an. Nein, 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 das hatte ich auch nicht im Sinn. Dankwart zieht sein Schwert, greift seinen Schild ein bisschen fester und nickt euch dann zu. Also gut. Und geht dann auf so leise, wie es ihm irgendwie möglich ist, in Richtung dieses Köhlerpfades. Ja, Aber ich ich würde ziehe gleich auch einen folgen. Rapier und hebe Effards Licht, das ich dabei habe, wo auch immer uns den Weg zu scheinen. Wie breit ist denn der Pfad oder dieser Weg? Ungefähr 1,5 Meter. Eher 1 Meter. Also sehr schmal. Vielleicht für so eine kleine Rumpelkarre, die da Gräser platt gedrückt hat. Dann würde ich vorschlagen, Gänsemarsch, und der Kampfstärkste ist einer nach hinten dann, also Rafim vermute ich, und wir in der Mitte dann irgendwo verteilen uns. Können wir so machen. Ja, okay. Ich folge dann direkt dem Ritter. Dein Pendel zeigt den Pfad entlang. Gibt's ja gar nicht. Ich würde versuchen, mich möglichst leise zu bewegen. Eine Schleichenprobe. Waldspezialisierung würde selbstverständlich zählen. Und wie immer gilt, der lauteste gibt den Takt vor. Bin entweder ich oder der Ritter. Dieser Ron hat mit der 20 natürlich nur zwei Sternchen. Ja, ich glaube, dann würde ich die 20 nochmal neu würfeln. Boah, 16. Habe ich wenigstens ein paar mehr Pünktchen. Warte mal, kann ich überhaupt? Ah, ich würde auch nochmal die 20 neu würfeln. Mein 20 Geiz für. hier. Das Drei sind Punkte, habe ich 3 es mit. Punkte mehr, dann hast du es plus minus 0 geschafft. Ich sollte wahrscheinlich auch die 20 neu würfeln. Du hast einen Schicksalspunkt, ne? Ja. Dann bleiben dir nur 2 Sternchen. Ja, perfekt. Ich schleiche wieder in 1. Okay, Sinnschärfe, hören. Die ganzen Proben angeschmissen. 5, 13, 11, 8, nur 1. Voltax, dir fällt das als erstes auf, und zwar ein leises Schaben und ein leises Stöhnen. Und dann etwas lauter, während du noch überlegst, ob du deine anderen Leute einmal anhältst, einige raue Stimmen. Achtung, da ist was. Ja, die sehen. angewurzelt stehen bleiben und angestrengt lauschen. Richtig. Ich tippe auch den Ritter an und bedeute ihm, dass er stehen bleiben soll. Er legt nur noch seinen Finger in den Mund und gürtet sich dann seinen Helm etwas strenger an den Kopf. Ich würde auf Attack umsteigen. Ich ziehe meine Waffe. Ich ebenfalls. Und signalisiere nach hinten. Seht ihr etwas? Ich schaue mich mal um. Das ist natürlich besonders schwer, jetzt durch den finsteren Wald hindurchzuschauen. Die Sonne ist gerade untergegangen, als ihr den Faltpfad betreten habt. Und es ist zwar noch nicht ganz weg, aber das Licht von Praios dringt dann auch nicht ganz durch die Wipfel. Aber wenn ihr nach und nach weiter heran schleicht, könnt ihr sehen, wie an einer der Köhlerhütten draußen auf einer kleinen Lichtung 2 Männer sitzen, in schwerer Kette mit einem dornigen Helm, der neben ihm auf dem Boden liegt, schartige, rostige Schwerter, die neben ihnen liegen, und ihr seht Untote. Ungefähr 20 Stück, die bewegungslos neben ihnen stehen, schwanken, einfach verharren. Regungslos auf der Lichtung.
Es riecht nach Holzkohle, nach Holzfeuern, die schon zwar kalt sind, aber diese Lichtung stinkt immer noch danach nach totem Holz. Ich signalisiere, weg von hier. Ja, ich stimme zu. Sarun, du siehst ungefähr 20 Meter neben diesem Pfad, direkt an der Lichtung, was ist wohl diese Jagdhütte, die man benutzen könnte. Erhöht, ja, Jagdstand ungefähr in 3 Meter Höhe. Direkt an der Lichtung, wo die sitzen. Direkt an der Lichtung, abseits vom Pfad, aber gut, da muss man sich jetzt auch verstecken können, aber dann kann man da hochschleichen. Ja, wir haben nur keine Fernkämpfer so wirklich dabei. Ja, wäre der Elf doch bloß nicht in den Wald gegangen. Wo ist Mentarion, wenn man ihn braucht? Oft hast du ihn verflucht, aber es wäre ja schon sinnvoll. Wie dicht stehen die beisammen? Alle? Also, es ist eine große Lichtung, fast kreisrund, würdest du sagen. Du kannst mehrere Aschehäufchen erkennen, mehrere Öfen, Holzöfen, die dann auf der Lichtung verteilt stehen. Das ist alles sehr, sehr abgetragen, sehr sandig. Wirklich Gras gibt es hier nicht mehr, sondern eher Kies. Und in der Mitte dann diese Hütte, wo dann, du würdest sagen, vielleicht 5 Leute dann nächtigen könnten. Vor dem Haus, vor der kleinen Hütte, wie gesagt, auf einer kleinen Bank, dann diese 2, du erkennst die Wappen, das sind Todesfänger, die du auch schon in der Burg gesehen hast, bei Varena von Mersing. Und die Untoten stehen dann ein bisschen verteilt, also du würdest sagen, so ungefähr 3 Meter Abstand zwischen ihnen. Einfach bewegungslos, ohne dass sie in der Sonne verbrennen. Wie dicht stehen die Untoten denn? 3 Meter ungefähr voneinander entfernt. So, nicht wirklich drei auf, also nicht in Formation, sondern verteilt hier und da in Klecks. Ich signalisiere, weglaufen oder kämpfen? Weglaufen, würde ich signalisieren. Frosty, wie groß ist dieser Jagdstand? Würden wir da alle drauf passen? Also 3 Leute passen darauf. Das ist ja eh nichts geholfen. Ja, dann müssen sich dann in die Bäume schlagen. Oder man könnte natürlich die Treppe versuchen zu halten. Man kann natürlich auch, wenn die clever sind, können die natürlich auch so einen Holzstand können die auch anzünden, aber müsste man vielleicht was draus machen. Man sich überlegen, ob man das jetzt taktisch nutzt oder einfach diese Lichtung umgeht. Aber die Sonne geht, wie gesagt, unter. Nur noch ein letztes rotes Glimmen und Glühen vom Praios mal. Es wird dunkler und dunkler. Ich würde jetzt mal auf Abelmir Boltax deuten und auf mich und auf den Jagdstand deuten und dann mit meinen Händen eine Explosion mimen. Ich signalisiere Fragezeichen. Sagt mir nichts, was sie da signalisiert. Ich zucke mit den Schultern. Deutet dann auf mich, deutet auf den Jagdstand und mache mit 2 Fingern eine Art Laufbewegung und dann nochmal mit den Schultern. Nee. Hört ihr das? Nein. Ich schaue ihn fragend an. Aus den Wäldern. Ja, nein. Es knarrt. Rückzug. Rückzug. Jo, weg. Boltax, du kannst das Geräusch von altem, knarrigen Leder vernehmen. Und ohne dass sich die anderen noch weiter jetzt abstimmen, könnt ihr den Rückzug antreten. Ich würde trotzdem wieder schleichen. Die sollen uns ja nicht bemerken, wenn wir auf den Rückzug gehen. Ja, so entfernt ihr euch von der Lichtung, die kleiner und kleiner wird, die Geräusche von den Todesfängern werden leise. Es war, wie gesagt, nur noch Brummen dann und ja, da steht ihr mitten im Wald auf diesem sehr, sehr schmalen Pfad. Noch weiter bis zur Hauptstraße, aber wo sollt ihr hin? Ihr braucht ein Lager für die Nacht. Das Knarren. Stöhnen wird nicht unbedingt lauter, aber alle anderen Geräusche werden leiser. Was nun? Wir müssen ein Lager hier suchen. Führt kein Weg dann vorbei. Ja, jetzt wäre eure Höhle sehr praktisch, Boltax.
Da hatte ich auch schon gedacht. Kutschläge, warme Höhle mit ein bisschen Moos und ein paar Fahnen. Ach ja. Eine Wetterkunde bitte von euch. Wetterkunde? Wettervorhersage, meinst du? Wettervorhersage. Beeindruckend schnell verfinstert sich der Himmel über euch. Ihr könnt fast dabei zusehen, wie sich schwarze Wolken über euch bilden und die Sonne gänzlich verschlucken. Es ist finster und... Das ist kein normales Wetterphänomen. Es sind keine Cumuluswolken, das sieht man eindeutig. Ja, das stimmt, wir sollten... Rafim hatte schon recht, wir sollten Träume. Vielleicht sollten wir uns einfach wieder auf dem gleichen Weg zurückziehen. Ich meine, wir wären durch Hügel gekommen. Ich denke, wenn der erste Wind aufgefrischt ist und kalt unter eure Rüstung fährt, dann Boltax tatsächlich auch den ersten Tropfen. Es wird regnen. Ja, das ist der Wald. Wir suchen uns einen großen Baum, auf den klettern wir drauf. Denke ich auch. Gut, wenn das wohl so sein soll. Kalten Regen. Wie große Hagelkörner? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Du hältst deine Hand auf und zuerst vielleicht so groß wie deine Fingerkuppe. 2-3 Sekunden später ist es tatsächlich schon so groß wie dein kleiner Finger, wenn er dann nicht fehlen würde. Sie sind mächtig. Dann packe ich mir Karino und beuge mich über den. Ich drück den in meinen Körper rein und dann halte ich mit dem einen Arm halt vor seinen Bauch und meinen anderen Arm halte ich über ihn drüber. Die Elemente sind auf unserer Seite. Seht ihr, das Eis eilt uns zu Hilfe. Ha, ja, Voltax. Eis ist ein Kerl. Grafim, schnell unter die Bäume. Ja, ich trag Kiaras mal darüber. Diejenigen, die die Wetterkunde oder die Wettervorhersage nicht geschafft haben, bekommen 1W6 plus 1 Schadenspunkte. Diese Runde, du wirst von einem mächtigen Hagelkorn erwischt, direkt an der Schläfe. Oh, verflucht! War das TP oder SP? SP. Gerade gucken, habt ihr alle gewürfelt? 1, 2, 3, wer hat nicht gewürfelt? Ich hab nicht gewürfelt. Du hast nicht gewürfelt, weil du es nicht hast. Exakt. Das sind die größten Hagelkörner, die ich seit mindestens 10 Jahren gesehen habe. Auf diesen Baum ist der gut? Guten Hagelkörner, ihr seht. Die Elemente. Ich schmeiß euch gleich auch ein Hagelkorn gegen den Kopf. Was denn? Das tut weh. Richtig. Ja, lass das doch. Das tut mir nur weh. Ich sag ja, mir auch. Deswegen, kletter einfach auf diesen verdammten Baum. Aber mittlerweile könnt ihr auch hören, wie wohl von der Lichtung. Allzu weit seid ihr nicht weggerannt, aber jetzt könnt ihr auch wütende Schimpfen hören. Wie da sich wohl die menschlichen Todesfänger dann beschweren. Ja, nicht genau, was sie sagen, aber sie sind auf alle Fälle laut und fluchen. Das scheint nicht vor denen zu kommen. Ich sagte ja, die Elemente sind auf unserer Seite. Nicht wirklich. Doch, natürlich. Die Elemente sind gegen uns alle, Boltax. Das würde ich dir vielleicht zustimmen. Dürfen wir eine Magiekundeprobe machen? Plus 12. Es sei denn, ihr habt sowas wie Umweltzauber als Merkmal. Elementartheorie zählt wahrscheinlich nicht. Doch, würde ich dir auch zu. Ah, knapp. Okay. Knapp nicht geschafft. Dann eine Micha-Schwerte oder um wie viel erschwert? Doch, sie ist ganz normal eine Schwerte, aber du kannst die Talentspezialisierung mit benutzen. Okay, alles klar. Also, die Erschwernis von 16 hätte ich geschafft. Ja, dann ist euch das Phänomen bekannt. Ja, mittlerweile könnt ihr es hören, während ihr euch nach oben kämpft oder versucht, euch runterzustellen. Jeder von euch bekommt noch einmal 1W6 plus 1 Schadenspunkte. Und ihr hört das laute Schlagen von Eis auf Metall. Das Zusammenbrechen und das Knacken von Knochen. Kann ich die von Karinor abfangen, weil ich über ihm stehe? Darfst sie abfangen, ja. Dann fange ich sie ab. Aua. Das tut weh. Du bekommst tatsächlich auch eine Wunde. Darfst mal auswürfeln, wo? Ich nehme die Schadenspunkte sehr gerne. Ich freue mich darüber. Warte mal. Das Eis ist aber nicht mehr dein Feind. Nee, also. Am Torso, dann kriege ich nochmal ein W6. Ja, zusätzliche Wunde. Ein schwerer Treffer, der dein Rückgrat so ein bisschen kaputt macht und du kannst den Schaden wieder abfangen. Und
Aber das hat richtig geknackt. Aber Rüstung zählt dabei nicht, ne? Ne, das sind SP. Okay. Ich sammle auch ein paar von den Hagelkörnern ein. Ja, blutig sind deine Hände aufgeplatzt. Die sind natürlich ein bisschen rauer, dadurch, dass du viel auch mit Steinen gemacht hast. Aber während du dann mit blutenden Händen lachend im Eis, im Hagel stehst und über dir die Wolken schwarz sind, der Wind weiter zunimmt, euch ist, wie gesagt, das Phänomen bekannt. Wer auch immer das jetzt wirkt, aber es ist auf eurer Seite. Zumindest die Skelette werden vernichtet. So untätig, wie sie dort jetzt stehen. Fantastisch! Seht ihr, fast taubenmal groß, dieses Hagelkorn. Oh. Und dann, du Spinner, komm her! Nein, aber... Sei ruhig! Rückgrat! Rückgrat! Was ist denn los? Jetzt komm endlich unter den Baum! Na gut! Kommt von allen Seiten, ihr... Ja... Schaut mal, das sieht fast aus wie ein Ei. Ah, dieses wunderbare Hagelkorn. Ich glaube, der Zwerg ist verrückt geworden. Ja. Ich glaube, der Zwerg war schon immer verrückt. Der Kollege? Der Zwerg ist doch da. Ja? Sagt einmal, ihr beherrscht doch diesen einen Wetterzauber. Exakt. Ach, ich denke, das ist eine Wettermeisterschaft? Das ist möglich, zumindest, nun ja, also mein Urgroßonkel, naja, Großonkel zweiten Grades, aber ich nenne ihn Urgroßonkel, Sumogrim, der Druide, der erzählte auch einmal von Hagel und das ist doch ein sehr lokalisierter und schnell aufgezogener Hagel, richtig? Ja, interessant. Wir Geoden besitzen außerdem eine nun nicht sehr weit verbreitete Feldvariante, könnte man fast sagen, die Macht über den Regen. Ah, damit können wir aus großer Umgebung das Wasser kanalisieren, abregnen lassen etwa. Oder nun, das sieht schon, das könnte tatsächlich so sein. Ja, da hast du recht, dieser Ruhn. Da müsste hier ein Druide sein oder ein sehr guter Umweltmagier, nicht wahr? Und zwar jemand, der uns freundlich gesonnen ist. Oder zumindest den Untoten feindlich gesonnen. Sagt ja, die Elemente sind auf unserer Seite. Vielleicht sollten wir diese Gelegenheit nutzen. Und sobald der Hagel etwas geringer wird und die Skelette so beschädigt sind, wie sie es nur sein können, durch den Hagel, sofort zuschlagen. Das klingt nach einer machbaren Idee. Wir könnten uns zudem gegenüber diesem Druiden als nützlich erweisen und hilfreich. Vielleicht kommt er aus der Entdeckung. Ich würde mich sehr freuen, wenn hier ein Druide wäre. Mit dem könnte ich fantastische Gespräche führen. Ich hatte da mal einen gekannt. Moltax, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Ach ja, du hast natürlich recht. Währenddessen könnt ihr es laut krachen hören und irgendwas auf der Lichtung ist wohl eingestürzt. Ich glaube, das war unser Zeichen. Wir sollten einmal nachsehen gehen. Wenn ihr meint. Wir sollten uns ducken, solange die Scheiße hier noch weitergeht. Ja. Ihr solltet alle, nehmt euren Umhang so über euren Kopf wie ein Zelt. So wird die Kraft der Hagelkörner aufgefangen. Und eure Arme werden zerschlagen, fürchte ich. Nun habt ihr etwa keine Armschienen an? Nein. Aber mir. Das Raphim ist der Grund, warum Menschen im Süden leben sollten. Richtig, keine Hagelkörner. Das Eis ist unser Freund. Voltax, das Eis hat mir gerade den Rücken gehauen. Das Eis kann mich mal gern haben. Wir sollten den Hagelschauer abwarten. So lange kann es nicht mehr dauern. Nun ja, wir sollten uns aber... Wir sollten uns aber trotzdem... noch während der letzten Züge des Hagelschauers bewegen. Einfach um unsere Geräusche zu dämpfen. Ja, einfach verstanden. Gut. Eine weitere Wettervorhersageprobe. Wer es nicht schafft, NW6 plus 1. Kann ich auch eine Probe auf den Zauber wirken, ohne die Magie zu wirken? Ich erschwere sie dir um 5 Punkte. Okay. Aber ist eine gute Idee. Und wenn Raphim möchte, schauen wir mal, ob Chiara. Nee, Chiaras Probe ist gelungen, dann musst du auch den Schaden von Chiaras nicht nehmen. Ja, aber das mache ich jetzt die ganze Zeit. Ja. Aber wie gesagt, musst du nur einmal. Hast du schon gewürfelt?
Und auch Abelmir bekommt einen weiteren, während du versuchst, so ein bisschen dich auf die Matrix von dem Droiden einzustimmen oder von dem Geoden, zumindest von diesem Magier. Du schaust nach oben und bemerkst wohl, wie dir ein weiteres großes Korn direkt gegen deine Schulter prallt und dich zurückwirft. Aua. Ja, weiteres Krachen, weiteres Splittern von Metallplatten, von Knochen, die brechen, und dann könnt ihr sehen, nachdem ihr gerade auf die Lichtung getreten seid, wie die Hütte der Köhler komplett zerstört, zerbrochen, mit einem schiefen Dach eingebrochen ist und zwei, drei, vier Söldner der Todesfänger gerade über die Lichtung laufen in Richtung dieses kleinen Pfades, den ihr auch benutzt habt, und sich jetzt gerade versuchen, noch mit Schilden die Hagelkörner abzuhalten von ihren Köpfen, und laufen geduckt wie blutende Hunde, laufen sie jetzt gerade in die Richtung weg. Und ihr könnt sehen, wie die schweren Skelettkrieger mit gebrochenen Knochen in verdrehten Positionen dort liegen. Weiterer Hagel, der immer noch einhergeht, und nach grob einer Viertelstunde könnt ihr wohl bemerken, wie der Wind wieder abflaut, aus dem Hagel erst Regen wird und die Tropfen dann nach und nach zu einem Nieselregen werden. Die Lichtung ist komplett zerstört und ruiniert. Und dann tritt auf der anderen Seite ein alter Mann auf die Lichtung, betrachtet. Ach, zufrieden, könnt ihr wohl erkennen, wie er sich da durch seinen Bart streicht, mit einer Widderhornkappe und einem alten knorrigen Stab in einer Hand hält. Nickt. Und dreht sich um. Tritt wieder zurück. In den Wald hinein. Ich möchte ihm hinterher. Ja. Butters, was soll das heißen? Das ist bestimmt einer von... Ach ja, wir sollten ihm hinterher, sofort. Mit dem kann ich mich bestimmt wunderbar unterhalten. Das sieht der nicht aus wie einer dieser Druiden, die wir schon mal getroffen haben? Ja. Ja, das war doch auch hier auf der Straße. Freunde da rein. Letztes Mal Freund. Wollt ihr einfach über die Lichtung rennen und laut hinter ihm herbrüllen oder rufen? Einfach nur laufen? Wie hättet ihr es gerne? Laufen. Erstmal auf die Lichtung gucken, ob da noch irgendwas, untot ist. Nee, untot. Genau. Sämtliche Untote, die einfach nur umherstanden, sind mit gebrochenen, verdrehten Gliedern, liegen dort, teilweise eingeschneit, und ihre Rüstungsteile sind auch einfach mega zerstört. Wo sind die beiden Todesfänger? Die sind gemeinsam mit anderen Kameraden dann über die Lichtung weggelaufen. Nicht in die Hütte rein? Nicht in die Hütte, nee, die Hütte liegt zerbrochen da. Vielleicht haben sie sich die ersten paar Minuten in die Hütte geflüchtet, aber du hast gesehen, wie sie dann über den Waldpfad dann weggeflohen sind. Wie gesagt, mit dem Schild nach oben über ihre Köpfe, sodass sie dann nicht unbedingt von euch oder von dem Hagel dann getötet werden. Sind wir vorsichtig, leise über die Lichtung und stechen nochmal auf die Untoten ein, nur zur Sicherheit. Ach, sicher. Der Mann war kompetent, der hat das doch alles geregelt. Wir sollten trotzdem leise sein, nicht dass hier noch ein weiteres Gezücht in den Wäldern lauert. Das ist richtig. Dann auf. Ja. Ja, ihr könnt über die Lichtung hinüber stolpern, weicht dann den zerbrochenen Knochen aus und versucht dann so leise wie irgend möglich in die Stelle einzudringen, wo der Droide verschwunden ist. Verläuft sich seine Spur. Sonntags, wo lang? Ich weiß nicht, es ist jetzt auch schon etwas dunkler und... Meine Güte, Boltok, jetzt brüll den Mann doch einfach hinterher, du bist doch selber so einer. Gibt es keinen Ruinen oder sowas? Selbstverständlich, wir haben ein geheimes Zeichen. Man muss dreimal wie ein Kauz, dann zweimal wie eine Eule. Ja, dann mach das doch bitte, Boltok, ich hab Schmerzen. Könntest du das bitte machen? Das war Sarkasmus. Ich schiebe Boltok zur Seite und rufe halblaut in den Wald hinein. Auf ihm Intuition. Im Namen von Großmütterchen Sumu, sprecht mit uns. Ihr könnt erkennen, wie eine Eislanze aus dem Gestrüpp auf Rafim zuschnellt und er davon in die Brust getroffen wird. Aua. Ich habe auch Aufmerksamkeit. Kann ich versuchen, das abzuwehren? Ich habe auch mein Papier gezogen. Nein.
Nur 12 TP in, ja, die Brust. Rüstung oder keine Rüstung? Nee, weil das ist ein Frigifaxius, der geht, warte, ich muss gerade mal nachgucken. Geht gegen die Rüstung. Geht gegen die normale Rüstung, aber nicht gegen die MR, ne? Genau. Schauen wir gerade mal nach den Sekundärsachen. Von Eis. Ignifaxius mit Eis. Wie viel Rüstung hast du in der Brust? 5. 5. Dann zieh dir schon mal die 5 Punkte von den 12 TP ab. Ja, habe ich. So, elementäre Varianten. Sekundärschaden, Eis. Das Opfer leidet nicht nur Schaden, sondern ihm wird auch Körperwärme entzogen, was sich darin äußert, dass sich zusätzlich für 10 angerichtete TP einen Punkt Erschöpfung erleiden. Okay, das ist halt nicht so relevant. Der Bruchfaktor getroffener hölzerner Waffen und hölzerner lederner Schilder steigt für die Dauer von TP-Kampfrunden um 10. Der metallene Waffen und Schilden um 2 Punkte. Das heißt, deine Brustrüstung steigt der Bruchfaktor um 2 Punkte. Ja, für 10 Kampfrunden, oder nicht? Bei Objekten ohne Bruchfaktor kann man entsprechend Verminderung des Strukturwertes ansetzen. Flaschen mit Flüssigkeiten können zerplatzen, schockgefrorene Flüssigkeiten allgemein verderben. Elementarer Eisschaden wirkt in halber Höhe als Strukturschaden an Gegenständen. Muss jedoch auch nur die Hälfte der Härte überwinden. Ja, Härte ist dann die Rüstung, ja doch, die der Hälfte. Der Schutz. Genau, die, dein Rüstungsschutz ist 5 und die Hälfte von deine Rüstung ein Punkt Bruchfaktor permanent. So, für 10 Kampfrunden um 2 Punkte und jetzt für permanente um 1 Punkt. Ist fast egal. Hab ich noch nie drauf getestet. Genau. Glaube ich. Also du wirst von einer Eislanze durchbohrt und kannst dann dein Zusammenbrechen kannst du auf alle Fälle verhindern, aber torkelt so 1, 2, 3 Schritt nach hinten, während du dann noch darauf starrst, auf das Gebüsch, aus dem das Ganze kam, nachdem du laut gerufen hast. Ja, ich stürze in den Busch, wenn er uns angreift. Ich ziehe erstmal eine Aktion Armatrutz hoch und möchte dann auch in die Richtung rennen, aus der die Lanze kam. Ja, ich würde rufen. Bei Sumo, was soll denn das? Heilige Scheiße, am Arsch sind das keine Feinde. Initiative. Abelmir, Isarun, habt ihr Aufmerksamkeit? Ja, habt ihr, ne? Ja. Ja. Ihr stürzt in den Busch. Könnt wohl erkennen, dass hinter dem Busch der Druide nicht stand, sondern ungefähr auf 10 Meter noch Entfernung zu euch. Und wenn ihr gerade seht, dass, oder wenn ihr gerade ansetzt zu sowas wie einem Zauber, könnt ihr wohl erkennen, wie sich um euch herum der Busch zu bewegen scheint und ihr in so etwas wie einem Strudel versickt, der jetzt gerade beginnt. Den Boden um euch herum auffrisst und ihr langsam gedreht werdet. Okay, ich möchte nach oben springen und mich an einem der Äste über mir festhalten. Edek. Dito. Ja.